Herzlich willkommen hier auf dem RE7 auf der Strecke Wuppertal-Hagen. Ich begrüße euch von der Baureihe 143, heute in der Lok 963-7 RE7 mit Dostos unterwegs im Personenzugdienst. Ich würde sagen, wir machen mal gleich die Türen auf, dazu den Fahrtrichtungswender nach vorne gesteckt und die Türen freigeben. Signal vor uns zeigt noch Halt, dann können wir in der Zeit schon mal hier die Bremsen freigeben, lösen wir, direkte Bremse wenden wir mal an. So, Zugbremse können wir aber in der Zeit schon mal lösen. Wir haben noch keine Spitzensignale an. Dann machen wir hier mal auf Weiß, mittleres ein und rechtes auch auf Weiß. Führerstandslicht brauchen wir soweit eigentlich nicht. Zugsammelschiene gerne an, Zuglichter bitte an. Stromabnehmer und Hauptschalter, das passt soweit. Türen machen wir zu. Oh, das ist aber sehr hell erleuchtet hier. Okay, dann PZB machen wir noch an. Und sind dann eigentlich abfahrbereit. Ne? Also einmal Lokbremse lösen. Wir nehmen mal den Zugkraft- und Bremskraftwähler runter auf so 70%. Gehen wir hier mit dem Fahrprogramm nur auf nur Zugkraft und schalten mal und erhöhen mal die Fahrstufen. Na, Zugbremse ist gelöst, direkte Bremse ist gelöst. Den Geschwindigkeitswähler, den müssen wir noch auf einstellen und jetzt mit der Hilfssteuerung können wir manuell die Fahrstufen erhöhen. Finde ich macht deutlich mehr Spaß. Hinten haben wir auch zweimal rot, richtig, der RE7 hier nach Rheine. So, geben wir noch ein paar Fahrstufen rein. Wir dürfen ausfahren mit 60 und unser Signal zeigt Fahrt und zwar mit 60. Das heißt also, wir befreien uns. Genau. Und hauen wir noch ein paar Fahrstufen rein. Können wir das Führerstandslicht anmachen, dann haben wir nämlich, also erstens können wir die Kollegen grüßen. Und zweitens, wenn wir das Führerstandslicht anmachen, dann haben wir auch hier vorne noch unsere Anzeigen im Blick. Mit dem Oberstrom vor allen Dingen, der schon sehr weit oben ist. Und die Temperaturanzeige, ich glaube, die funktioniert aber nicht. Da kommt schon wieder jemand. Das ist aber hier Rush Hour mäßig im Fahrplan. Das Repaint ist aus dem Creators Club. Ich kann allerdings nicht so genau sagen, von wem es ist. Müsste ich nochmal nachgucken. Vielleicht liefere ich das noch nach in der Videobeschreibung. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das nochmal finden werde. So, wir können hoch auf 100, also Zugkraft hier ordentlich erhöhen. Ui, okay, also oberstromtechnisch sind wir schon ordentlich am Limit. Ich glaube, so hoch dürften wir gar nicht sein in Realität, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wirklich bei über 700 Ampere sind. Und der nächste Zug, wir sind hier nur im Fahrplan unterwegs, tatsächlich kein Szenario oder ähnliches. Einfach nur im Fahrplan unterwegs und es ist einfach so viel los hier auf der Strecke. Deshalb nach wie vor auch Rennruhr Osten trotz einiger, sagen wir mal, szenerietechnischer Schwächen oder gleisbautechnischer Schwächen einer meiner Lieblingsstrecken. Was halt absolut fehlt, ist hier der Fernverkehr. Das ist sehr schade. Das wäre sehr schön, wenn das irgendwann noch nachkommt. VMAX übrigens 140. 120. Okay. Und dann können wir... Ich überlege gerade. Ja, ein Fahrprogramm löschen. Ja,
jetzt mal die Leistungsstufen abschalten. Sonst beschleunigen wir nämlich zu stark. Und müssen auch schon an 2 Kilometern anhalten. Das heißt also einmal Fahrstufen alle ablaufen lassen. Und gleich können wir anfangen zu bremsen. Wir lassen jetzt auf jeden Fall einfach nur rollen. Und sind dann als nächstes in Wuppertal-Oberbarm. So, da haben wir auch schon ein Vorsignal, das uns einen Halt anzeigt oder ankündigt. Das bestätigen wir natürlich mit PZB wachsam, wenn wir dran vorbeifahren, nämlich jetzt. Genau. Rechts hier noch eine Foslo G6 am Rangieren. So, nicht vergessen, wir haben ein haltzeigendes Signal vor uns, heißt also 500 Hertz Magnet wird aktiv sein. Es sei denn, das Signal ist schon umgesprungen, sieht aber nicht danach aus. So, jetzt müssen wir mal ordentlich reinbremsen. Das ist nämlich der 500 Hertz Magnet. So. Meine Damen und Herren, der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Und wir halten an. Jawohl, Türen auf. Müssen wir jemanden vorbeilassen? Da vorne haben wir noch die Foslo G6, die dort rumsteht. Auch schön hier mit den Zielen. Reine, dahin geht's. Auf dem RE7. So, ach, wir sind schon eine Minute zu spät, aber das Signal ist immer noch haltzeigend. Achso, okay, das springt um, sobald wir die Türen schließen. Ah. So, dann. Sobald die Bremsen gelöst sind, können wir gleich Leistung aufschalten. So. Im Bremszylinder ist noch. So. Vmax 25, weil wir unter der 500 Hertz Beeinflussung sind. So, Leistung abschalten. Und sobald wir am Signal vorbei sind, müsste das 500 Hertz hier alle löschen. Dankeschön. Und wir befreien uns direkt. Dürfen hoch auf die 120. Passen auf den Oberstrom auf. Also hier bei der 143 passiert uns nichts, ne? Da ist jetzt nicht irgendwie eingebaut, dass der Hauptschalter rausspringt. Bei der 110 ist das ja anders, oder bei der 103, da kann es ja durchaus passieren, dass der Hauptschalter tatsächlich rausspringt. Oder beim Steuerwagen. Genau. Ich frage mich gerade hier das GSMR, ob das Teil eines einer Mod war. Vermutlich, weil ich glaube nicht, dass das von DTG aus eingebaut war. Übrigens entschuldige ich irgendwelche Störgeräusche im Hintergrund. Es ist einfach nur so, dass das Fenster bei mir auf ist, der Tatsache geschuldet, dass es so extremst warm ist draußen. Dementsprechend muss leider das Fenster offen sein. So. Lokführerpultbeleuchtung. Oh, auch nicht schlecht. Instrumentenbeleuchtung, ja bitte.
Aber gerne doch, dann können wir eigentlich die Pultbeleuchtung auch ausstellen. Was haben wir hier noch? Den bedingten Auslauf? Ach ja, okay. Also Programm löschen, nur Zugkraft und mit der Hilfssteuerung die Leistung erhöhen. Einmal schnell hoch auf die 120. Und noch die Zugkraftsteller ein bisschen erhöhen, damit wir mehr Leistung aufschalten können. So, höchste Fahrstufe ist jetzt drin, Fahrstufe 31. Geht aber auch ordentlich bergauf, deshalb haben wir gerade Schwierigkeiten, Leistung aufzuschalten. Wir müssen jetzt aber auch schon langsam hier die Fahrstufen ablaufen lassen. Und so weit ist es nicht mehr bis Schwelm. Schwelm ist so ein Ort, das klingt schon so richtig nach Ruhrgebiet, ne? Schwelm. Wo kommst du her? Ich komme aus Schwelm. Jo, Schwelm. Kennt man. So, halt zeigendes Signal vor uns. Angekündigt. So, sind eh schon jetzt bei 90 km/h. Heißt also, PZB-Bremskurve wird uns jetzt nicht so sehr interessieren. Haben allerdings den Halt noch vor uns. Also müssen wir trotzdem langsamer werden. So, schauen, dass wir mit 60 ungefähr am Bahnsteigsanfang sind. Das passt soweit, glaube ich, ganz gut. Und weil wir ein haltzeigendes Signal vor uns haben, bremsen wir noch ein bisschen mehr rein. Das bestätigen wir nochmal. Das bestätigen wir. Und halten jetzt ungefähr an. Jawohl. Der ganze Zug ist am Bahnsteig. Türen auf. Frechheit, Verspätung haben wir da. Wo sind denn unsere Wagen eigentlich her? Achso, ach, das sind die aus Dresden-Chemnitz, ne? Ja. So, Bremse lösen. Einmal den auf Anstellen. Wir schon? Ja, anscheinend schon. Wenn hier noch die Traktionssperre drin ist, laut hat. Ah, ja. Das liegt daran. Ne, doch nicht. Ich dachte kurz tatsächlich, dass wir gerade gegen ein haltzeigendes Signal anfahren. Das tun wir aber nicht. So, 4 Kilometer bis Ennepetal. Vmax 25, weil 500 Hertz Beeinflussung. Oh, schnell Leistung abschalten.
wollen ja nicht zu schnell sein. So. Befreit haben wir uns und auf geht's. Jetzt geht's eh bergab. Jetzt können wir mal den Schwung nutzen und ordentlich hier schneller werden. Okay, es geht gar nicht bergab. Es sieht nur so aus, aber laut HUD fahren wir gerade. So, wir sind bei 83%. Ist vielleicht ein bisschen viel. Ankündigung auf 120. Schauen wir mal, ob wir auf die 120 kommen. So, okay, jetzt habe ich mal direkt Vollstoff gegeben, höchste Leistungsstufe. Nicht, dass wir ins Schleudern kommen. Okay, wie geht das Schleudern sogar, glaube ich, gerade ein bisschen. Ja, jetzt geht's wieder. Aber wir fahren auch bergauf, also schwierig. Was haben wir denn hier für eine Anschrift? Achso, okay, ja. PZB. Ein Sticker, der die PZB erklärt. Okay, 2,4 Kilometer, das heißt, wir können auch schon langsam die Leistungsstufen ablaufen lassen. Sind wir auf Fahrstufe 0 und können gleich anfangen zu bremsen. Mal schauen, ob wir... Ja, wir bekommen wieder ein halbzeitiges Signal. Wusste ich gar nicht, dass es auf der Strecke so ist, dass man... dass die Signale immer auf Rot stehen und erst auf Grün umspringen, sobald man die Türen zumacht. So, schnell runter auf unter 85. Eine Zwangse bekommen. 90, 85 sind erreicht. Bremse lösen. Ah, es geht bergab. Wir bremsen doch lieber ein bisschen rein. Und jetzt ist auch sowieso der Bahnsteig von Ennepetal hier hinter dieser Kurve. Einmal kurz aus. Und hier halten wir dann an. Halten wir hier bündig am Bahnsteigrand. Sehr schön. Das ist doch ein schönes Bild hier, oder? Das gefällt mir sehr. Ja, schön hier. So, Türen zu. Bremse lösen. Lokbremse ist gelöst. Geschwindigkeitswähler einmal auf Anstellen. Zug- und Bremskraftwähler ein bisschen runter und mit der Hilfssteuerung. Oh, wir haben noch ein halbzeitiges Signal. Jetzt nicht mehr. So, jetzt können wir langsam Leistung aufschalten.
Hallo? Jawohl, wir bewegen uns, glaube ich. Nee, nicht so wirklich. Jetzt erst. Was denn? Hä, welche Bremse ist denn da bitte noch angezogen? So, langsam Leistungsstufen rausnehmen, damit wir nicht über die 25 kommen. Okay, 500 Hertz. Beeinflussung ist aus. Das heißt also, wir ballern jetzt durch, bis wir in Hagen Hauptbahnhof angekommen sind. Und zwar mit vorerst 120 km. Also einmal hier die Leistungsstufen langsam rein. Komisch, zu Beginn sind uns, glaube ich, 5 Züge hintereinander entgegengekommen und jetzt gerade gar keiner mehr. Schade. Ja gut, die S-Bahnen, die fahren ja jetzt praktisch die andere Strecke. Was ist das hier eigentlich für eine Strecke, frage ich mich. Sieht aus wie irgendeine Rangierstrecke, ne? Ja, vermutlich nicht elektrifiziert. Genau, das ist. Da ist das diese Strecke hier? Ja. So, einmal alle Leistungsstufen rein, sodass wir schnell auf die 120 kommen. Hier auf nur Zugkraft setzen. Ja, die Null, die berühmte. Oh, einmal Leistung abschalten. Wobei, wir können auch eigentlich jetzt hier mit dem Geschwindigkeitswähler 120 vorwählen. Und jetzt müsste der eigentlich, ja, wir sind zu schnell, Leistung muss schneller verringert werden. So. Und jetzt macht das unser Zug- und Bremskraftfehler, dass wir langsamer werden. Hat auch dafür ein bisschen die Zugbremse benutzt. Mussten ein bisschen Verspätung reinfahren. Das passiert dem Besten. Also, ist ja okay. Kann man ja mal machen, ne? Immer noch leicht zu schnell. Jetzt möchte der aber nicht mehr wieder abschalten. Nimm mal ein bisschen mehr Zug- und Bremskraft rein. Vielleicht werden wir dann langsamer. Ein bisschen mehr, komm schon. So. Signal zeigt Fahrt. Geschwindigkeit wird soweit gehalten. Wir sehen auch gleich, wenn wir langsamer werden, da hier werden jetzt automatisch die Fahrstufen reingeschaltet. Oder
Sonne aufgeschaltet. Tolles Datum, 15.01.1992. Jetzt geht's wieder ordentlich bergab. So, ich habe jetzt mal mit der Zug- und Bremskraftfehler hier 100 km/h angewählt. Hoffen wir mal, dass er das von alleine hinbekommt. Oh, ist ein bisschen zu langsam, ehrlich gesagt. Deshalb nehme ich jetzt selbst Bremskraft mit rein. So. Und wir haben eine Ankündigung für Langsamfahrt. Nämlich, ja, wird uns jetzt nicht angezeigt im HUD, also gehen wir mal von 40 aus. Lünkern wir einmal mit unserem kleinen Fernrohr. Okay. 30 sind es tatsächlich. Also müssen wir noch ein bisschen weiter runter mit der Geschwindigkeit. So. Warum ist denn jetzt bitte die 500 Hertz Beeinflussung an? Das verstehe ich nicht. So, und das bestätigen wir auch nochmal. So, 500 hast wieder aus. Dankeschön. Dann können wir jetzt eigentlich hier den Zug- und Bremskraftfehler auf 30 noch stellen. Den Geschwindigkeitsfehler. Und das Programm auf nur fahren. Beziehungsweise eigentlich müssten wir erstmal das Programm löschen und dann auf nur Zugkraft. Und da geht es dann Richtung Hagen Hauptbahnhof rein, wo unsere Fahrt heute enden wird. In Hagen besteht Anschluss an die S8 nach Hagen. S8? S5. Ja. Sorry. Mehr Anschlüsse bestehen hier leider nicht. Man kann die nur nach Hagen fahren. Wer auch immer das freiwillig möchte. Naja. Naja. So, da vorne ist auch schon das tückische haltzeigende Signal mitten auf dem Bahnsteig. Oder in der Mitte des Bahnsteigs, so. Nicht auf dem Bahnsteig. Neben dem Bahnsteig. Aber dennoch mittig. Die Länge des Bahnsteigs angehend. So, wir rollen noch ein bisschen weiter vor. So, Türen auf. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.